Und wenn ihr keinen Kuss von Gollum wollt, dann abonniert natürlich diesen Kanal. Ach, das war ein Nazgul. Okay. Okay, ein Drache. Oha. Krass. Du bist verletzt worden. Schau nach Essen und keine Gesundheit aus. Ah, okay. Bitte. Jetzt kommt die Frage, ne? Hat der Käfer uns verraten? Okay, mit X können wir essen. Okay, hier können wir uns halt auch so gucken. Ah, okay, das ist quasi diese Detective Cam. Die Geister! Die Geister! Wohin jetzt? Achso, wieder zurück. Okay. Vielleicht gibt's ja noch was Schönes. Lecker Stein oder sowas. Ein bisschen sprinten geht auch immer. Okay. Ich will aber trotzdem mit Absicht jetzt da lang. Weil ich muss hier auch nochmal ein bisschen gucken. Oha. Ich werde mit Absicht jetzt eine andere Richtung. Egal, ich werde einfach mal gucken, vielleicht kriegst du. Ah. Bin ich jetzt doof? Okay, so haben die den gefangen genommen. Krass. So haben die den also dann gefangen genommen. Heftig. Sieh mich an. Sieh mich an.
sieh mich an! Sie brachten dich zu ihm, nicht wahr? Zum dunklen Herrn! Was hast du ihm erzählt? Was hast du Sauron erzählt? Der Ring! Was hast du ihm erzählt? Gar nichts! Gar nichts! Wir schwören's! Wir schwören's! Sag's ihnen nicht, Schatz! Beutlin hat ihn! Beutlin aus dem Auenland! Er weiß es also. Auenland Beutlin, genau. Schwarze Verliese, der erste Tag, nachdem er vom dunklen Herrscher selbst befragt wurde, da Gollum, das Name von jetzt, dunklen Turm. Na gut, und das wusste man zum Beispiel nicht, wie er da entkommen ist. Aus den Fängen des dunklen Herrschers. Nicht nett. Nicht nett. Es ist taub, nicht wahr? Bitte, Smeagol weiß gar nichts. Wir schwören's. Alter Mann muss es ihnen sagen. Sei still, du bringst uns noch alle um. Hast du noch was zu sagen? Ja. Doch, Herr Gesatzgolem. Was war das? Leg dich hin und sei still. Ich sagte, Schnauze. Bäh, grausamer Ochse. Piss dich. Snaglob, Ubrisi, drei. Snaga, Smigri, sagst du? Smeagol weiß nicht, was er tun soll. Weiter, Abschaum. Thank you.
Ist das der Boden von dem Turm? Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Ach, krass. Das sieht auch eher aus wie so eine Opferdarbietung. So, nimm doch, Obrische. Halt schön den Kopf unten. Tu, was die Herren dir sagen. Lauft, lauft, bis euch die Füße bluten. Was ist das denn für einer? Kein Zwerg, auch kein Goblin. Dafür ist er zu hässlich. Seid still. Ja, mein König. Ja, die Frage ist halt, ist das echter Barad-dûr? Könnte doch Barad-dûr sein. Dass wir jetzt da quasi am Fuße sind. Oh oh. Siehst du den da? Diese neuen Sklaven sind Schwächlinge. Die Wurms mögen sie. Ich will nicht schon wieder Knochen aussammeln. Oh, was für ein Unstutznadler. Brauchen die Stadt für andere Zwecke. Böse Orks, böse Menschen, was hat Smirgol ihnen je getan? Ah, schön, dass sie auch so diese Zitate, beziehungsweise auch wirklich so den seine Ticks mit übernehmen, ne? Wie aus den Filmen, wie auch aus den Büchern. Das hat echt sehr nah da dran gehalten. Ich weiß aber echt... Bitte, wir verstehen nicht. Hier lang. Weil jetzt in Herr der Ringe, also in den Büchern, ist die Geschichte von Gollum eigentlich jetzt so nicht bekannt. Ich hab deinen Namen nicht verstanden. Smeagol. Smeagol? Du wirst hier unten sterben, Smeagol. Mein Rat, mach das Beste aus deinem Tod. Du musst die Boroks zurück in die Pferche bringen. So schnell wie du kannst. Arbeitest du langsam, lassen sie dich hungern. Boroks? Die Tiere. Wenn sie auf dich losgehen, such Deckung. Rette dich nach oben, wenn du kannst. Sie haben nicht die besten Augen. Öffne den Pferch und lock sie da rein. Dann schließ schnell das Gatter. Pferch? Also gut, ich helfe dir. Krass. Also ich spiele das jetzt so mal eher als Smeagol durch. Außer jemand hat Gollum verdient. Wir sehen garstigen Orks. Das Tor ist nicht für uns. Rauf, 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 immer schön die Leiter rauf. Und da ist sie. Eins vorweg, die Sklaven treiben das Vieh jagt die Sklaven. Du bist der Köder. Wenn du nicht aufpasst, wirst du zertrampelt. Du lockst das Tier in den Pferch und dann schließt du schnell das Gatter. Diese Biester machen dann die Hebel kaputt. Deshalb gibt es da drüber noch einen. Und auf der anderen Seite wieder runter. Vorsichtig. Upala. Nein, nicht da lang. Jetzt lauf. Lauf in den Pferch. So, hat wohl gar keinen Bock gehabt. Ne. Komm her. Wow. Hallo. Okay, ich weiß, warum das die Orks nicht machen wollen. Also gut, da hinten ist noch ein Pferch. Aber der Weg ist lang und die Boroks sind schnell. Das da sind Bullen. Glaub ja nicht, dass die Zäune sie aufhalten. Wenn sie dir zu nahe kommen, spring irgendwo rauf. Hey.
Boah. Frame Drops des Todes. Okay. Warum tun Sie uns das an? Smeargol hat es versprochen. Er wird den Schatz für ihn finden. Er schwört es. Slagjob, Sakolok, Obreship. Schnauze, Gassigott. So schlecht, fürs erste Mal. Aber auch nicht so gut. Aber keine Arbeit mehr da unten. Ich soll ein Auge auf dich haben. Ihr neuester Plan, mich zu demütigen, nehme ich an. Und jetzt die Minen. 3-3-3! Snaglob, weiter! Okay. Was sagt es, mein Schatz? Stellt es uns Rätsel? Hör nicht auf sie. Es hat Gründe, weshalb sie im Käfig sitzt. Ist es eine Hexe, mein Schatz? Kennt es Flüche? Oder Rätsel vielleicht? Wasser. Kein Wasser, nein. Kein nettes Wasser. Kennt es Rätsel? Oh, süß. Ich finde, wie gesagt, das ist ja. Halt, ich finde es ja schön, dass man mal Gollum auch mal anders betrachtet. Kein nettes Wasser. Ich gucke halt immer noch, ob es hier irgendwas so zum Aufsammeln gibt. Hey, Snagala. Kosnuch ach kontra. Trashi. Kommt. Haben wir uns verlaufen? Ja. Um ehrlich zu sein. Bitte, Smeargol versteht nicht. Er versteht die Sprache nicht, was? Nein. Und was macht ein guter Sklave, hm? Ein guter Sklave, der die Sprache nicht versteht? Er lernt. Und zwar ganz schnell, kleiner Sklave. Wir wollen doch vor dem dritten Horn fertig sein, hm? Okay. Ein, was jetzt natürlich, um jetzt vielleicht eine simple Kritik vielleicht zu äußern, also für 2023 ist die Grafik, wirkt die Texturen relativ matschig, wobei mich das jetzt nicht so wirklich stört. Sieht immer noch ansprechend aus, aber es ist jetzt natürlich jetzt nicht das High-End-Game. Und deshalb wundert mich auch, dass es halt in manchen Parts halt so ruckelt. Bitte, wart. Dünner Mann muss uns helfen. Was war das? Die Brücke. Komm weiter. Ich will trotzdem alles entdecken. Weil, wie gesagt, das sieht man gerade an den Texturen bei den Menschen oder bei den Figuren. Das sieht schon sehr plastisch aus. Aber wie gesagt, ich finde find das jetzt nicht dramatisch. Es ist jetzt für mich kein Riesenkritikpunkt. Sie wollen, dass du die Tunnel nach toten Arbeitern absuchst. Toten? 8 Leute fehlen seit gestern. Finde ihre Leichen, sammle ihre Nummern. So schnell, wie du kannst. Okay. Warte mal, hier geht's aber auch lang. Hoppala. Ach, ich ahne es nicht. Okay, das war jetzt nicht so ganz so gesund. Pop!
einfach mal einen kleinen Arschtritt. Und dann fliegt er runter. Na gut, egal. Okay, hier können wir lang. Hier haben wir ja gelernt, einfach nur sprinten. Okay, ein bisschen was. Mamfi. Ich dachte, ich soll das aufheben. Oder immer nur einer. Verstehe ich jetzt nicht. Und auf den Tisch kommt halt ein Fisch, so saftig süß. Ach ja. Nummern? Ja, ihre Nummern. Wie sie, okay, sie dir auch gegeben haben. Acht. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Acht Tote, acht Nummern. Es ist zu heiß. Weiter unten ist es schlimmer. Okay, ich habe jetzt auch schon eine Marke, die hat jetzt nicht mitgezählt. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt hier dadurch ein bisschen zu sehr vorgegriffen habe. Eine Blase. Ja. Das ist einer. Bleiben noch sieben. Keine schöne Arbeit. Okay. Das heißt jetzt, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Hä? Ah ja. Ah, hier ist eine Leiter. Eine garstige Leiter. Merkel. Feuer, das fließt. Zwei Nummern. Wie sind sie gestorben, mein Schatz? Zu viel Arbeit, zu viel Hitze. Komm, schneller. Ich vermisse das Brunnen mehr. Ah, okay. Mies. Okay, und hier komme ich jetzt wieder hoch, oder was? Krass. Das verpasst? Ah, ne, hab ich nicht, okay. Ich glaube nicht, dass er weiß, was hier los ist. Er weiß es. Glaubt mir, der alte Widerling hat schon viel gesehen in der Vergangenheit. Oh, er lebt. Er kämpfte im Westen. Drei. Nein, nur seinen Verstand. Unterschätze ihn nicht. Und auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Wenn ich jetzt hier. Hä? Kommt jetzt hier wieder hoch? Ich sehe weder garstige Leiter noch sonst was. Ach hier. Ah, okay. Grausame Orks. Keiner hier hilft uns, unseren Schatz zu finden. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, okay, jetzt verstehe ich, ob ich da durchkomme, ohne dass ich Schaden nehme. Damals bei den Ochsen tief unter dem Nebelgebirge.
Kreischer? Okay, wir gehen jetzt mal darüber wieder. Ah, nein! Und tot! Okay.